Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valiant Heart. Ja, und wir sind hier stehen geblieben und ich hole mir keinen Tipp. Das mache ich nicht. Wenn ich hier reinlaufe, bin ich tot. Okay, die Artefakte bekommen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr wieder. Die sind verschollen, die sind jetzt weg, die sind Fujikato. Ich komme zumindest nicht mehr an den heran. So. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir an den dort vorbei? Hast du fein gemacht? Feines Hühnchen, fein. So, oh, wieso? Ja, nein, nicht wirklich. Mist! Gib her. Ach, Menno! Leute! Das ist nicht mehr lustig. So. Ah. Weg. Alter. Nein! Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, der ist dort noch. Boah, nein. Warum ist die Grafik auf einmal so nah dran? Hallo? Ich möchte das gerne mal anmerken, dass ich hier absolut gar nichts sehe, weil die Grafik irgendwie gerade einen Hänger hat oder so. Ah, hier brauchen wir Freddy. Ist auch mal schön, so ein bisschen Nahposition, ist nicht schlecht. So, der gibt Ruhe. Komm mal her, Hühnchen. So, komm mit. Also ich kann nur hoffen, dass sich die Nah-Dingens beruhigt. Das ist gar nicht schön. Was haben wir hier? Gib her. Oh, aufgemacht. Ja, ich sagte ja schon, die PC-Version, die hat noch ein paar Bugs. Hier in dem Sinne sogar ein paar grafische Bugs. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt so nah dran ist, ganz ehrlich. Ich habe nichts gemacht. Hat sich dort hinten etwas getan? Merci, mon ami. Ah. Habe ich nicht gesehen.
Ich sehe nur Freddys. Ne, wie hieß er nochmal? Ah, na endlich. Ah ja, jetzt sehe ich aber die Füße nicht mehr. Ist wunderbar. Hallo, Grafik! Wenn ich dort reinlaufe, bin ich tot. So viel schon mal vorweg. Was haben wir hier? Ah ja, ich habe keine Ahnung, was das bezweckt. Hier liegt auch nichts. Brauche ich eine Granate? Auch sehr interessante Spielweise. Ist wunderbar, wofür man so viel Geld dann ausgibt, wenn es dann hier und da Bugs gibt. Ist wunderbar. Ist aber nicht wirklich schön. Warte, Hundi! Nimm dir auch so eine Granate mit. Lunte oder was auch immer. Bombe. Komm mit. Jetzt würde ich gerne wieder etwas sehen. Ah ja, so wird das wohl nie was. Wo ist der Hund? Ich habe jetzt schon eine Ahnung, wie es gehen soll. So, brennt das Teil? So, und das muss ganz jetzt schnell sein. Gut. Boah, und wir sehen jetzt auch mal wieder alles. Das ist super. Ich nehme die Granate mit. Hier auch wieder selber lesen. Oh Gott, wie sieht denn der her aus? Oh, und dort hinten müsste Anna sein. Ja, wir haben sie. Hä? Nein! Der Sieg besaß für Anna einen bitteren Beigeschmack. Der schwer verletzte Karl wurde in ein Gefangenenlager gebracht. Ihr Vater befand sich in der Gewalt des Barons von Dorf. Und Emil war wegen Fahnenflucht angeklagt worden. Doch angesichts seiner Tapferkeit in Reims wurde Emil glücklicherweise begnadigt. Doch nur, um an die Front zurückzukehren. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Nach ihrer Rückkehr in die Armee wurden Emil und Freddy in der Nähe von Verdun stationiert, wo sie wie so viele andere unter der bitteren Kälte litten. An diesem Morgen erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Doch Maries Brief brachte keine guten Nachrichten. In Saint-Mihiel litt man unter Hunger, unter Krankheit. Und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Ein Foto seines Enkels, Victor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Bravo. Februar 1916. Verdun, Frankreich. Und wir brauchen eine Feder und einen Tintenfass. Und vielleicht merkt man das gerade an meiner Stimme.
Ich bin gerade ein wenig mitgenommen. Es ist, das Spiel nimmt einen wirklich sehr mit. Da fehlen mir tatsächlich die Worte. Hier ist ein Herd, den wir benutzen können. Und was haben wir hier? Tabakdose. Ah ja, Tabakdose. Aus einem Munitionsgehäuse leere Munition wurden oft einer neuen Verwendung zugefügt. Einige explodierte Metallteile waren schon von ästhetischem Wert. Falls nicht, legten die Soldaten selbst Hand an, um nützliche Dinge daraus zu gewinnen. Tabak war wertvoll. Daher war der Soldat daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräbern zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarette für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppe. Ah ja, ah ja, die Weihnachtsgeschichte. Kennt die jemand? Da gibt es so eine Dokumentation. Okay, da gibt uns für eine Socke, eine trockene Socke scheinbar, dafür brauchen wir sicherlich den Herd, der will eine Socke haben und der gibt uns das Tintenfass. So, aber jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die Socke her? So. Oh, was haben wir denn hier? Wir finden hier jetzt schnell die... Kartenspiel. Ja, Aktion abgeschlossen, das ist wunderbar. Kartenspiel. Die Tage in den Gräbern zogen sich hin, um die Langeweile zu besiegen, spielten die Soldaten Karten, lasen, schrieben und formten Gegenstände aus Materialien, die ihnen in die Hände fielen, so. Die Deutschen spielten am liebsten Skat, die Franzosen Manier und die Briten Amerikaner Bridge oder Bonton. Wie gesagt, falls ich da und hier mal nichts richtig ausspreche, das liegt daran einfach, weil ich kein Franzose bin oder kein Belgier bin. So, dort haben wir eine Socke, die aber dreckig ist und die stinkt schon ziemlich. Da fliegen schon die, Fliegen. Was habt ihr? Nichts. Oh, was ist denn los? Wieder ein Tagebucheintrag. Ah ja, können wir hier die Socke reinlegen? Wieder lacht? Ja, ich gebe dem mal die Socke. Dann haben wir wenigstens schon mal das Tintenfass. Und der Hund frisst jetzt erstmal gemütlich das Brot. Puh. Mal ganz ehrlich, ich habe, es gab viele, die das Spiel gespielt haben und mit dem Spiel nicht wirklich zufrieden waren. Ich verstehe das ganz ehrlich nicht. Ich finde das Spiel so super. Dankeschön. Ich finde das Spiel so super. Die Geschichte allgemein ist schon ziemlich gut. Es handelt sich ja hierbei um den Ersten Weltkrieg. Und uns fehlt noch eine Feder. Und es ist hier wirklich... Nun gut, die Grafik ist vielleicht nicht so, wie es jedermann so gerne hat. Muss ich mich jetzt hier anstellen? Hier wieder selber durchlesen? Nein. Ich stelle mich nicht nochmal hier an. Der Hund hat ja noch ein Brot für uns. Was hat er denn jetzt gemacht? Ah ja, ich verstehe. Gib her. Und da haben wir die Feder auch schon. Super. Mein
meine geliebte Tochter. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Alter, da hat man ja gar nicht die Chance, zu reagieren. Ah! Oh, was haben wir hier? Grill. Okay. Ein durchlöcherter Helm, Kohle mit Kohle, Holz und Holz gefüllt und als Grill oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt waren, boten sie nur geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Hilfe! Nein! Oh Gott, das wird eine riesen Explosion geben. Hallo? Greif doch mal jetzt! Der hat das scheiß Teil nicht gegriffen. Okay, nochmal von vorne. So, zurück. Und jetzt schnell, 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 schnell. Ah ja. Ja, nett, aber... Los! Los, 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 los! Nein! Aber der explodiert nicht. Der bleibt am Leben, der Idiot. So. Na komm, jetzt schaffen wir's. Ich wusste nicht, wie lang ich drehen musste. So, jetzt weiß ich das aber. Tut mir leid. Okay, noch ein Probierpunkt. So, los, 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 los. Und die ganzen Soldaten hier verkriechen sich. Oh oh, dort oben hängt was. Wir müssen dort lang. Werden wir sicherlich. Aber vorher möchte ich noch hier alles abchecken. Guckst du? Das lese ich jetzt noch schnell vor. Offizierspfeife. Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wann sie angreifen sollen. Der Klang der Pfeife wurde zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn die Soldaten aus den Gräbern ins Niemandsland stürmten. Okay. Schon ziemlich krass. Was haben wir hier? Ah ja, da können wir dann an den Dingens ran. Halt. So. So, wozu brauchen wir das? Aber das werden wir scheinbar erst in der nächsten Folge herausfinden. Ja.
wir haben Karl befreit, in dem Sinne, wir haben ihn gerettet, aber nicht befreit. Was auf uns nun zukommen wird, das wissen wir nicht. Das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss!